Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kingdom Come Deliverance. Wir warten bis 21 Uhr, dann bricht die Nacht herein und dann müssten die Leute sich hier an dich treffen, um Dinge zu bequatschen, wie zum Beispiel den Dämonenschädel, an dem einfach nur zwei Hirschgeweihe angebracht worden sind. So, ich bin da und der Rest? Wir warten nochmal eine Stunde. Ah, jetzt geht's los. Okay. Okay, ja, cool. Komme ich denn jetzt nach oben? Da wollte mich der Leschek einfach umbringen, ich glaub's nicht. Ach da. Er wollte diesen Smoler umbringen, ne? Nicht mich. Ich war nur der Erste, der da war. So. Gott, ist das scheiße dunkel hier. Keine Sorge, ich sehe genauso wenig wie ihr. So, dann hier hin. Fresse, ich sehe hier gar nichts. Der könnte sich hier verstecken und ich laufe an ihm vorbei. Noch weiter nach oben? Oh, hier ist es schön hell. Hier gefällt's mir. So. Holy shit! Habe ich mich erschrocken, du Bastard. Herrgott! Ich hätte nicht gedacht, dass er gleich eine Prügelei anfängt. Dann komm her, du. Dann mach ich dich halt platt. Das ist nicht mein erster Kampf. Au. Nimm das! Verdammte! Dann zieh dich! Nimm den! Und das! Töte mich nicht! Ich sag dir alles! Weißt du, der greift mich an! Wer schickt dich? Wer bist du? Wer schickt dich? Wer schickt dich? Es war der Gehilfe des Baumeisters, der junge Smoler. Was? Echt? Der sollte doch eigentlich auch hier sein. Ist er nicht? Er ist mit ein paar Leuten zur Mühle. Hat rausgefunden, dass Leschek sich dort versteckt. Mist. Was soll ich jetzt mit dir tun? Was soll ich jetzt mit dir tun? Du wolltest mich umbringen. Ich hab absichtlich daneben geworfen. Ich wollte dir nur Angst machen und ihm dann sagen, ich hab verfehlt. Bitte töte mich nicht. Ich muss dich irgendwie bestrafen. Ich muss dich irgendwie bestrafen. Aber vielleicht verfehle ich und du fällst weich. Was? Du bist so. Ist mir scheißegal, weil meine Untaten sich merkt. Mach dich kalt, Junge. Agilität verbessert. Nice. Muss mal ganz kurz. So, was haben wir denn hier so Schönes bekommen? Wir haben gerade Stärke und Agilität bekommen. Cool. Ach, Schädelbrecher hatte ich noch. Oh. Okay, machen wir erstmal einen Schädelbrecher. Habe ich vergessen zu skillen, ne? So, Agilität. Was haben wir denn hier? Leichte Rüstung. Wenn du keine Plattenrüstung trägst, fällt es dir im Kampf 50% leichter, Angriffen auszuweichen. Deine Angriffe verbrauchen 30% weniger Ausdauer, verursachen aber weniger Schaden. Gilt nur für Waffen, die auf Agilität basieren. Okay, ich sehe schon. Diese drei Sachen brauche ich auf jeden Fall. Ey, ich hab grad geskillt, Junge! Scheißkerl! Na komm, die muss doch die Ausdauer ausgehen. So.
Das war's wohl mit dir, war Kleiner? Das nehme ich. Thronschlüssel. Das Brot nehme ich auch, das ist ganz hilfreich. Hast du noch irgendwas Jagdvolles? Ja, die Jagdhandschuhe. So. Was machen wir jetzt mit dir? Willst du ins Laufrad? Ich muss ihn ja irgendwie verstecken. Der wollte mich umbringen. Oder weißt du was, ich lasse die Leiche einfach provokant runterfallen. Aufs Dach mit ihm. Was zum... Er war tot! Willst du mich verarschen oder was? Das gibt's doch nicht. Ich hätte mein Schwert rausholen sollen, verdammt. Lauf nicht weg, ich muss mein Schwert rausholen. Der steht da einfach wieder auf. Du bist ja gar nicht tot. Jetzt schon. So. Ich dachte, ich habe ihn getötet. Sie steht einfach auf und läuft weg. Ich dachte, ich werde nicht mehr. Tschüss. Okay. Kann ich schnell reisen, um, weiß nicht, Komplikationen zu verhindern? Von hier aus kannst du nicht schnell reisen. Oh, dann halt nicht. Spring einfach so halbwegs runter. Geht ein bisschen schneller. Dass ich nicht auf die... Wieso habe ich einen Faustkampf gemacht? Ich wollte ihn doch töten. Ich hätte einfach mein Schwert rausholen sollen. Ja, egal. Gut, dann wollen wir doch mal zur Schenke. Ich muss sowieso bald schlafen gehen. Von daher können wir es da auch direkt machen. Okay, ich bin irgendwie falsch. Nicht, dass es jetzt so spät ist, dass ich nicht mehr da schlafen kann. Das wäre kacke. So, Smola. Wo steckst du, mein Kleiner? Ich hab gehört, du willst Stress. Wo bin ich hier? Knacken? Viel zu dunkel. Habe ich jetzt die Quest hier verloren? Ist die weg? Was für Ereignisse? Hä? Ich habe noch gar nichts gesehen. Warte. Ich hätte von Anfang an meine Fackel rausholen sollen. Bin ich blöd oder was? Ganz vergessen, dass ich eine Fackel habe. Ja, hier ist nichts. Ja, was für Ereignisse? Ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Hier ist niemand. Ja gut, suchen wir uns ein Bett. Das ist auch nicht die Schenke. Das ist irgendwas. Na gut. Ich bin... Oh Gott, habe ich mich erschrocken. Ich bin ja noch nicht müde. Deswegen reiten wir mal dahin. Garde. So. Überbringe Fritz die Neuigkeiten. Ja, okay. Berichte Herrn Divisch vom Ergebnis der Untersuchung. Wir haben ja hier noch, das hier. Reiten wir erstmal bei Nacht dahin.
So. Wo bin ich? Okay. Reiten wir doch erstmal und schlafen eine Runde. Wir haben ja hier unser eigenes Zuhause, oder? Irgendwo. Stimmt, ja, hatten wir. Toll, da kann man nicht mehr aussteigen. So. Okay, wir essen erstmal was. Der Honig. Honig ist haltbar auf ewig. Wir hatten doch noch die süßen Pfannkuchen. Sehr schön. Somit haben wir auch noch ein bisschen Energie bekommen und bleiben jetzt auch noch ein bisschen länger wach. Wir wollen nämlich nicht allzu lange schlafen. Schlafen. Und zwar reicht mir eigentlich, ja, bis 10 reicht mir komplett. Okay. Aufstehen. So. Morgenstund hat Gold im Mut. Es ist zwar erst 10, aber egal. So, erstmal meine Fackel weglegen. So, und dann gucken wir uns mal die Steinchen an. Hallo, abbiegen. Pferd. Ich guck nicht umsonst in die Richtung. Erstmal den Hausherrn umgelaufen. Schön. So, ich möchte nach B. Genau. Schauen wir uns mal ein bisschen im Steinbruch um. Ich glaube zwar, dass dieser Z-Typ, Simolia, nenne ich ihn jetzt einfach mal, das Ganze sabotiert hat. Was anderes kann ich mir gar nicht vorstellen. Der hat doch die Finger im Spiel. Der hält sich sowieso für den Besten und Schönsten. Komm schon, Ferdinand. Ja! Wir haben die Büsche bezwungen. Oh Gott. Okay. Puh, Glück gehabt. So. Befragen wir mal die Leute hier. Guten Tag. Herr Divish sagte, du hättest Probleme. Herr Divish meinte, du schlägst dich mit Problemen herum. Und recht hat er. Diese verdammten Gerüchte. Wegen ihnen liegen meine Steinblöcke einfach nur nutzlos herum. Was ist denn mit den Steinen? Ein Stück brach ab und fiel jemandem auf den Kopf. Sie sagen, es lag an der Qualität des Steinblocks. Ha! Die waren wohl eher betrunken. Ist denn nicht möglich, dass... Nein! Sie kriegen immer das beste Gestein. Es wäre eine Sünde, ein heiliges Bauwerk aus schlechten Steinen zu errichten. Ah, tut mir leid, dass du Probleme hast. Ich wünsche dir viel Glück. Ach, Glück kann ich gebrauchen. Die Sache stinkt nach Geldgier und Politik. Das war's doch aber noch nicht. Ich habe ein Stück des herabgestürzten Steins hier. Hier ist etwas von dem unglückseligen Stein, um den es geht. Alt und verwittert. Und sicher nicht von mir. Was? Das ist kein Gestein aus meinem Steinbruch. Siehst du die Körnung? Die stammt nicht von der Verwitterung. Der Stein kommt von anderswo. Wurden die letzten Steine in Stücken geliefert? Habt ihr die letzten Steine bereits zugeschnitten geliefert? Nein. Warum sollten wir? Wir liefern das Gestein stets in dicken Blöcken. Ist einfacher für uns. Seltsam. Dort sagte man mir, sie waren froh, dass du kleine Stücke geliefert hast, weil es für sie weniger Arbeit war. Aber das ist unmöglich. Scheint, als wäre dein Steinblock nie angekommen und sie haben das hier erhalten. Unmöglich. Den letzten Block habe ich persönlich ausgeliefert, weil ich mit den Mönchen reden wollte. Und unterwegs ist nichts passiert. Dann muss dort jemand die Lieferung ausgetauscht haben. Aber was hätten die Arbeiter davon, die Lieferung zu ersetzen und dann zu behaupten, sie käme von uns? Ich glaube nicht, dass die Arbeiter wissen, was passiert ist. Da hat jemand anderes seine Finger im Spiel gehabt. Ein Dieb? Du sagtest etwas von Verleumdung. Was weißt du über die Gerüchte? Im Kloster gab es einen Unfall. Und es sind Gerüchte im Umlauf, dass es wegen Gestein von minderer Qualität passiert wäre. Kann es denn nicht einfach mal passieren, dass ein Steinblock nichts taugt? Nein, das ist Verleumdung.
Vielleicht fanden sie meine Blöcke zu teuer und haben sich einen neuen Steinbruch gesucht. Was auch dahinter steckt. Ich will es wissen. Na gut, Robert. Ich glaube, wir haben noch einen langen Weg vor uns. Ja, Ferdinand ist doch schon hier. So, Ferdi. Wo geht's jetzt hin? Ah, zurück! Er verarscht mich doch, oder? Auflauern. Beobachte die Schlacht und greife zur richtigen Zeit ein. Das ist doch genau was für mich. Das ist genau was für mich, Freunde. Macht sie alle nieder, Jungs! Das habt ihr euch... Was hast du vor, du Bettler? Ihr habt zu tun. Hau ab oder es kracht. Ich hab gar nichts gemacht. Ne, hast du nicht drauf? Fotze! Ich hab gar nichts damit im Mut. Ihr, tut was! Oh, der ist tot. Oh Gott. Mehr hast du nicht drauf. Oh Gott, lasst mich doch in Ruhe. The fuck? Ich sollte auflauern. War doch nicht so ein Scheiß. Trau dich doch. Hilfe. Du, Bettler. Hilf mir. Bist du ein Krieger? Nö, scheiß Wanderer. Vorsicht! Feind in Sicht! Komm her, du Weichei! Oh Gott. Falsche Knie bekommen, ja, was? Das Kloster, das wird mich retten. Ich sollte auflauern und nicht mitmachen. WTF. Bist du alleine hier? Okay, komm. Zeig mir, was du drauf hast, Kleiner. Du bist geliefert. Den Schild kann ich ewig halten. Wow, ausgewichen. Na, Kleiner? Hast du schon mit Problemen zu tun? Hä? The fuck? Okay, jetzt habe ich ein Problem. Du bist zur falschen Zeit, am falschen Ort. Ja. Ich krieg Hilfe. No, Cordova. Danke dir. Du bist ein Retter. Kacke. Viel kann ich nicht mitnehmen. Oh, der Kuras ist richtig schön viel wert. Das ist was wert. Das ist was wert. Das kann ich auch noch tragen. So, das kannst du behalten, Dude. Vielleicht nehme ich doch das schwarze Schild mit. So, mir geht's nicht allzu gut, aber wir haben es geschafft, Freunde. Wir haben auch das überlebt. Weil wir wie ein Feigling weggelaufen sind. Oh, holy shit. So, bist du Simulia? Nein, Baumeister Karel. Gelobt sei Jesus Christus. Ist etwas Ungewöhnliches vorgefallen? Ist irgendetwas Ungewöhnliches vorgefallen? Da fallen mir zwei Sachen ein. Als wir das Gerüst erweiterten, grub jemand bei der Mauer einen menschlichen Schädel aus. Mit Hörnern. Der Gerüstbauer Leszek hat ihn gleich beseitigt, aber es gab sofort Gerüchte um das Teil. Es heißt, der Bau sei verflucht. Ein Schädel mit Hörnern? Wie kam er dorthin? Weiß ich nicht. Ich selbst habe ihn nicht gesehen, aber es gab genug Zeugen. Frag am besten Leszek. Er kann dir sicher mehr erzählen. Ja, was ist das mit der hatten wir schon Sache? Durch. Einer der Arbeiter ist abgehauen. Ist das ungewöhnlich? Ja, schon. Wenn man abhaut, nimmt man normalerweise Dinge mit. Aber er hat alles zurückgelassen. Wirklich alles. Und seitdem ist er wie vom Erdboden verschluckt. Er hat keinem gesagt, was er vorhat. Ich glaube, ich habe ihn umgebracht.
Der Schädel ist eine Fälschung. Der Schädel ist nicht echt. Jemand hat ein Geweih daran befestigt. Aber woher nimmt man einen Menschenschädel? Und warum so etwas tun? Um die Leute zu erschrecken und den Preis hochzutreiben? Aber das hilft niemandem. Es muss ein böser Narrenstreich gewesen sein. Ein Streich, der beinahe zum Tod eines Menschen geführt hätte. Der Stein, der herabgestürzt ist, unterscheidet sich von den anderen. Ich habe mich umgesehen. Der Stein, der auf den Mann fiel, ist anders als die üblichen. Ja, eine ganz schlechte Qualität. Aber wir müssen mit dem arbeiten, was wir bekommen. Wir hatten sonst nichts und mussten weitermachen. So meinte ich das nicht. Diese Gesteinsart gibt es nicht in Thalmberg. Jemand muss die letzte Lieferung ausgetauscht haben. Warum sollte jemand so etwas tun? Vielleicht wurde der neuwertige Steinblock gestohlen und durch einen alten ersetzt. Oder der Bau sollte sabotiert werden. Aber der Wagen stand still. Es hatte geregnet und die Arbeit ruhte, weil wir sonst knietief im Schlamm gestanden hätten. Jemand musste also ungesehen den Steinblock fortschaffen. Diesen riesigen Steinblock? Dafür bräuchte man mehrere starke Männer. Ich weiß, du willst nur helfen, aber das wäre jemandem aufgefallen. Das schafft keiner, ohne bemerkt zu werden. Und jetzt? Echt? Ich bin jetzt umsonst hergelaufen? Ist das euer Scheiß ernst? Ja. Offensichtlich. Ja gut, ich würde sagen, wir laufen erstmal hier hin. Wir müssen ein bisschen Zeit vertrödeln, um wieder gesund zu werden. Ja, laufen wir einfach den gleichen Weg zurück. Okay, puh. Sie sind nicht mehr da. Was ein Scheiß. Oh, naja. Gibt Schlimmeres, Freunde. So, Energie sinkt, Gesundheit steigt nicht, das gefällt mir nicht. Aber ich muss meine Energie sowieso runterbringen. Wir werden jetzt die nächsten zwei Folgen, vielleicht wieder die nächste Folge, wahrscheinlich komplett auf Gesundheit verzichten müssen. Oder wir schaffen es, bald schlafen zu gehen. Müsste ja bald wieder Nacht werden. So. Oh, ich bin überladen. Mist. Wie läuft's? Gutes Geld, was? Was? Welches Geld? Oh, pass auf. Rede zuerst mit Matthäus. Na gut. Wegen eurer Schulden. Was die Prügelei mit Elias angeht. Woher zum Geier weißt du davon? Euer bester Freund hat die Sache geregelt. Das vergessen wir dir nie. Ehrenwort. Danke. Übung. Faustkampf. Ich möchte mich im Faustkampf verbessern. Selbstverständlich. So, Anfänger. Ich möchte die Grundlagen festigen. Gut, aber... Ja, hier. Also, pass gut auf. Ich hab mehr als genug Geld. Faustkampf verbessert. Gott sei mit dir. Ich möchte mich im Faust... Selbstverständlich. Nein. Ich möchte meine... Ich möchte... Gut. Also. So, kann ich jetzt den nächsten Schritt auch schon machen? Ich möchte... Ich möchte meine... Zuerst... Okay, gut. Wo ist der gute Fritz? Oder Matthäus, das war eben bei Fritz. Hier ist dein Anteil. Wofür? Welcher Anteil? Welcher Anteil? Was zum Teufel faselst du da? Naja, diese Sache mit Thomas. Irgendwie fiel uns sein Ring in die Hände. Welcher Thomas? Thomas? Wer ist das? Der Vormann bei der Ledetschkoer Mühle, wo du uns Arbeit besorgt hast. Seid ihr verrückt? Wenn jemand erfährt, dass ihr ihn bestohlen habt, gibt's mächtig Ärger. Beruhige dich. Genau genommen war's kein Diebstahl. Wir wissen, dass er den Ring selbst geklaut hat, also ist er auch geliefert, wenn er das Maul aufmacht. Wo habt ihr ihn verkauft? Wo habt ihr jemanden gefunden, der ihn gekauft und keine Fragen gestellt hat? War nicht leicht. Aber dann hat Fritz an Andreas gedacht. Wer ist Andreas? Andreas? Der Wirt hier. Man erzählt sich allerlei Dinge über ihn. Und wie ist's mit ihm gelaufen? Also, zuerst war er sich unsicher. Aber als er den Ring gesehen hat, hat er ihn uns abgekauft. Ehrlich gesagt überrascht mich das nicht. Immerhin geben wir das Geld sowieso wieder bei ihm aus. Okay, und was als nächstes?
Und was habt ihr als nächstes vor? Jetzt, da du es erwähnst. Sag schon, was habt ihr jetzt wieder ausgeheckt? Die Macht der Gewohnheit. In Sasau haben wir versucht, artig zu sein. Und rauflustig. So artig, dass ihr einen Grünschnabel verdroschen habt. Ganz genau. Wir mussten in der Mühle malochen. Wobei ihr der Müllers Tochter schöne Augen gemacht habt. Und habt der Müllers Tochter schöne Augen gemacht. Und wir wurden fortgejagt. Das einzig Lohnende war, diesen Drecksack zu verhauen, seinen Ring zu klauen und den Andreas zu verscherbeln. Ihr könntet euch da ganz schön in was reinreiten. Und in was? Keiner hier schert sich einen feuchten Furz um das Gesetz. Und wenn wir einem Dieb eins in den Wäldern überziehen oder einen Wagen mit Vorräten für Sigismund überfallen, raubt mir das auch nicht den Schlaf. Okay, sie hätten Schlimmeres verdient. Diese Schweine hätten Schlimmeres verdient. Aber dafür ist Herr Hanusch da. Was können wir schon ausrichten? Wach auf, um Himmels Willen! Es herrscht Krieg! Die haben unsere Eltern aufgespießt und verdammt nochmal unser vermaledeites Dorf niedergebrannt! Juckt dich das überhaupt nicht? Und wie mich das juckt. Und wie mich das juckt. Und jetzt zieht eine plündernde Horde von Schweinen durch Skalitz. Diese Ärsche stapfen über die Asche von Jeremia, Desmond, Siegfried und Tristan. Knöpfen wir sie uns vor. Hacken wir diese Bastarde in Stücke, einen nach dem anderen. Ich kann das nicht hinnehmen, Heinrich. Selbst wenn ich es allein tun muss, ich werde mich rächen. Wir lassen diese Hunde vor Angst erzittern. Wir lehren diese Hunde das Fürchten. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Ich wusste es. Okay, was sollen wir gegen die Kerle unternehmen, die Skalitz plündern? Wie sieht der Plan aus? Nun, ich dachte, der hiesige Wirt Andreas könnte helfen, aber der hat Bammel. Frag am besten Fritz. Er hat das mit dem Ring geregelt und kennt Andreas besser. In Ordnung, mache ich. Okay, Maskerade. Wegen meinen Anteils für den gestohlenen Ring. Ich frage mich, haben wir alle gleich viel bekommen? Nein, du hast weniger gekriegt. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Wieso weniger? Weil wir ihn verscherbeln mussten, verflucht. Und vergiss nicht, wir hätten dir gar nichts geben müssen. Ich will einen größeren Anteil für den Ring. Ich will mehr Geld für den Ring. Und warum das? Weil wir richtig dicke Kumpel sind. Netter Versuch. Na gut, Übung. Heimlichkeit. Bitte bring mir bei, wie man's... Ihr wisst doch. Ich möchte über die... Gut, aber... So. Ja, hier. Hast du noch mal ein bisschen Grüß Übung? Dich. Bitte bring... Gewiss doch. Müsste doch bestimmt schon Stufe 10 haben, ich oder? Ich möchte meine Tech... Gut, aber... Ja, gut. Nice. So. 540, alter Schwede. Aber egal, es lohnt sich. Ich habe eh mehr Geld, als ich brauche. Bitte bring mir bei... Gewiss doch. Und ich klaue alles, was ich brauche. Ich will ein Meister... Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Du benötigst ein... Na gut. Aber ich bin fast Meister. Ich bin sehr stolz auf mich. Ich bin hungrig. Hätte gern ein bisschen. Gut, Freunde, ich würde sagen, das war's für heute. Wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge wieder. Dann regeln wir das mit Fritz, geben noch die Quest in Thallenberg ab. Und was nicht alles noch gibt. Aber reden wir erstmal gleich mit Fritz. Nö, Fritz, wir sehen uns morgen.